Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir stehen hier vor der Felsrinnenhöhle, die haben wir ja geräumt, gesäubert sozusagen, von diesen Skuma-Lieferanten. Wir werden jetzt zur Jahr gehen und werden ihr berichten, dass sie ihre Aufgabe erfüllt haben. Genau. Und dann hoffen wir, dass wir auch Tane werden können. Müsste eigentlich klappen. Ja, wir haben ja schon vielen Leuten geholfen. Aber ich sollte vielleicht aufhören zu schleichen und ja, die Waffen wegstecken. Kommt bestimmt nicht gut an. Sonst. Ach nee, wie ist er, glaube ich, gerade weggegangen? Hm? Ja. Hat sie ihre Tagesgeschäfte erledigt? Hat der Fuchs ihm die Instruktionen gegeben? Ja. Hallo. Ja. Willkommen in Rifton. Ich hoffe, dass die Straße gut zu euch war. Och ja, kann ich klagen. Gut gemacht. Ihr habt mit euren Taten eine Menge für die Leute von Rifton getan. Bitte nehmt dies als Dank für eure selbstlosen Taten. Nicht schlecht. Euch der Funken? Ah, da seid ihr ja. Ich hatte mich schon gefragt, wann ihr uns wohl wieder besucht. Mein Verwalter hat mir mitgeteilt, dass ihr in Rift bereits auf euch aufmerksam gemacht habt. Einige unserer Bürger haben ihre Bewunderung kundgetan. Hm? Wie Mjoll seid auch ihr ein Champion unseres Fürstentums geworden. Ihr helft Leuten bei ihren Problemen und unterstützt sie nach Kräften. Als Jarl von Rifton ist es meine Pflicht, euer selbstloses Verhalten zu ehren, indem ich euch den Titel Tane von Rifton verleihe. Bevor ich euch den Titel verleihen kann, gibt es noch eine letzte Voraussetzung, die ihr erfüllen müsst. Von einem Tane von Rifton wird erwartet, dass er einen Wohnsitz innerhalb der Stadtmauern hat. Na, aber gern. Bei meinem Vogt könnt ihr einen solchen Wohnsitz erwerben. Ihr werdet den Kauf sicher nicht bereuen. Na, kehrt zu mir zurück, wenn euch das Haus gehört. Dann erhaltet ihr den Titel. Tja, ein bisschen Geld braucht man immer als Tane, hä? Mhm. Sei es eben nur fürs. Ich wünsche euch eine Haus. Gute Reise. Nur nicht im Weißlauch, das an. Ich hab mich schon gefragt, was hier immer so knirscht. Ja. Anuriel knabbert an ihrem Brot. Oh, willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel, Vogt von Yar Layla. Ist euch eigentlich klar, wie als Vogt diene ich als Mittler zwischen der Jarl und ihren Untertanen. Ich kümmere mich in letzter Zeit habe ich alle Hände voll damit zu tun gegen diese prächtig! Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Ja, immer das Gleiche. Ja, ja. Ich nehme es. Aber wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Ich verzeihe euch. Ja, wir wollen es gerne einrichten. Ja. Da helfe ich euch gern. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gern kaufen? Alles. Im Chor. Schlafzimmer. Sehr wohl. Ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Küche. Sehr wohl. Ich werde alles Nötige. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Alchemielabor. Sehr wohl. Ich werde alles. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Alles, sagten wir doch. Verzauberungslabor. Sehr wohl. Ich werde alles Nötige veranlasst. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, Mutter. Was gibt es? Garten. Sehr wohl. Ich werde alles Nötige. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Gibt es Leute, die sie betreten Terrasse. Haben, sehr wohl. Ich werde alles nötig. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ich habe von solchen Dingen gehört. Nee, das wollen wir nicht. Nee, das wollen schon wir gut. Nicht. Ich brauche gerade keine Dekoration. Wie ihr wünscht. Kommt wieder, wenn ihr neue Dekorationen für euer Zuhause erwerben wollt. Okay, dankeschön. Jetzt gehen wir erstmal wieder zu unserer Jarl. Ihr seid in Rifton willkommen, solange ihr unsere Gesetze befolgt. Ja, ja. Das werden wir tun. Hallo, Jarl. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ich habe Honighain gekauft.
Dann erlaubt mir, euch offiziell in Rifton willkommen zu heißen. Unsere Stadt ist froh, euch hier zu haben. Jetzt muss ich euch nur noch den Titel verleihen. Ich sollte euch danken. Ihr habt in der kurzen Zeit, die ihr hier seid, mehr Probleme gelöst als irgendwer an meinem Hof in seiner gesamten Laufbahn. Ihr wart meinen Leuten in diesen finsteren Zeiten ein Leuchtturm der Hoffnung. Und das werde ich nie vergessen. Daher ernenne ich euch Kraft meines Amtes als Jarl zum Tane von Rifton. Ihr erhaltet außerdem alle Vorteile dieser Position. Glückwunsch. Danke. Gut, das war's. Ich war mal nicht mehr gespannt. Ja, nee. Ich wünsche euch eine gute Reise. Ja, danke. Aus dem Weg. Der Sohn des Jarl hat keine Zeit für Harald, müßige Unterhaltung mit Reisenden. Wie ich sehe, habt ihr hier immer noch freie Hand. Verräter. Ist er außerdem. Willkommen in Rifton. Ja, danke. Ich hoffe, dass die Straße... Ja, die Straße war gut für uns. Ich euch alles stets die Gebühren. Sich das Pferd über die Bank bringt. Tja, ist ganz schön was los. Ja, dann gucken wir uns doch mal unser neues Heim an. Ja. Also es ist nicht gerade eins, also angenommen, wir hätten nicht Seeblick, dann würden wir jetzt nicht vom Weißlauf nach Honigheim umziehen, weil es nicht so, mal abgesehen vom Verzauberungslabor, es hat einfach nicht genug Möglichkeiten, Sachen abzulösen. Also gerade zum Beispiel, wenn man da hier Alchemie machen will, so, ist einfach nicht genug Platz da, um die vielen Kräuter, die wir ja immer haben, so abzulegen, dass wir sie gleich in Reichweite haben. Ja, dann gucken wir uns mal den Garten an. Naja. Kannst du nichts pflücken, oder? Ist auch ein bisschen. Garten, man kann es pflücken, aber es wächst wohl. Ha? Wie kann man das? Ach, da ja. So, kann man schon, aber dann sieht es scheußlich aus. Wenn es überhaupt nachwächst, dauert das ewig. Also den kann man ziehen. Und das Huhn gehört wahrscheinlich den Nachbarn, ne? Ja. Kein Ei. Na schön. So. Ist ganz nett. Man sieht nett aus. Klein, aber nett. Ja. Hallo Iona. Langes Leben euch, Tane. Dankeschön. Guck mal doch mal unser Alchemielabor an. Ja. Das glaube ich unten. Hey, was liegt denn hier rum? Ehre sei mit euch. Hey Iona, hast du da schon mal Fußball mitgespielt mit den... Oh. Warum bist du so schwer? Die Flasche war zu viel. Warum bist du denn so schwer? Ich habe eine Flasche aufgenommen. Quatsch, du hast nur noch andere Sachen, die wir da genommen haben. Nee, ich bin ordentlich gelaufen bis jetzt. Und habe die eine Flasche genommen. Sehr seltsam. Hä? Das ist ja, du hast ja die Waffe von der bekommen. Das war genau das, was drüber war. Ja. Und dann diese 0,5 hat es noch gebraucht. Aber hier 3,35 und 40, das sind ja 5. Ja, aber... Das verstehe ich jetzt nicht. Nee, ja, das verstehe ich auch nicht. Du hast recht, ich verstehe es auch nicht. Irgendwo haben sie es noch nicht registriert, dass du noch eine Waffe bekommen hast. Mal gucken, wo wir die unterbringen können, die Waffe, die wir jetzt gekriegt haben. Ja, jetzt trage ich nämlich erstmal die Halskette. Gibt es hier irgendwo im vorderen Raum irgendwo so ein Ding oder ein Schlafzimmer? So ein Waffendingsterbumster. Ja, können wir doch das runternehmen und nehmen das andere an. Ein Eisenschwert, weg damit. Hä? Eisendurchter Funken hat sie dir gegeben. Ja. Ja, komisch. Aber sie müsste mir doch... Eisenleuchter Funken. Aber die Holzherz haben da ja auch dabei. Ja. Ach, pack mal den gesegneten Eisenfeuer da rein. Die haben den Eisenleuchter Funken bekommen, das ist ja nicht schlecht. Aber den da reinpacken, das sieht ein bisschen doof aus. Die Klinge von Rift gegeben haben. Ja, eigentlich schon. Nee, komm, leg den raus. Nimm den wieder raus. Ja, das sieht ja schrecklich aus. Den kann man verkaufen. Bescheuert aus. Der kleine Dolch. Hm. Ja, warum hat es jetzt keine Klinge von Rift gegeben? Tja, gute Frage. Ja, egal. Ah, hier gibt es jede Menge Zauberkrankrezepte. Ja, das ist ja nett. Ich meine, hier gibt es jede Menge Regale, aber die kannst du nicht die ganzen vielen Dinger, die wir haben, da reinpacken. Das wird mir ja wuschig, wenn man das alles einzeln da reinpacken muss. Ja.
Und es gibt keine Kiste, keinen Beutel hier. Ja, genau. Und damit ist es denkbar ungeeignet. Ja. Und auch hier im Verzauberungsding hier. Hier sind Waffenhalter. Da ist der arkane Verzauberer, aber auch hier ist nichts so richtig. Kisten, Kästen, ja. Fehlanzeige. Und wir werden jetzt mal die Sachen. Es ist ja jetzt abends, oder? Ja, würde ich sagen. Ja. 10 Uhr abends. Die kann man anziehen oder auch bleiben lassen. Wir werden die anziehen. Ja. Hier geht's raus. Nee, hier geht's nicht raus. Hier geht's Zimmer von Iona. Zimmer. Mhm. Ja, genau. Ich würde so. Hier von unten geht's ja nicht raus. Haben wir denn eigentlich vom Bett eine Verkaufskiste? Weil wir haben gesagt, wir werden jetzt Sachen hier zum Verkauf was immer in den... Was benötigt ihr, mein Tane? Ja, können wir. Also immer hier in diesen Dingern und dann aufheben und dann, wenn wir in den Städten dann sind, dann packen wir uns die Sachen und machen eine Verkaufstour. Nicht, dass wir immer von einer zu anderen rumschleppen müssen. Wir können natürlich schon so spät... Kriegsachs, das sollten wir zu Hause... Wir gehen hier erstmal verkaufen. Aber es ist halt spät, ist... Eben. Ja, schon klar. Gut, dann gehen wir erstmal verkaufen. Wenn wir irgendwas übrig haben, dann lassen wir es halt. Ja. Genau. Das bringt ja nicht. Das nächste Mal kann man dann eben einfach zack machen. Dann sagt man immer, ich muss erstmal nach Seeblick, bevor ich nach Riften gehe. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Ja, und hallo auch. Luna, hast du auch gut geschlafen? So, hier geht's raus zum Hafen, kann man ja raus. Du hast ja bald Stufe 50 ja. erreicht. Dann geht's ja nur noch langsam mit den Löffeln. Ja, ziemlich. Ah, ist noch. Aber so früh ist eigentlich gar nicht mehr, aber es ist doch. Ziemlich neblig. Hm. Bewölkt. Oh, nicht so richtig schön. Gehen wir wieder rein. Naja. Ist wahrscheinlich auch Herbst. Sag mal. Ja, lass sie da liegen jetzt. Liegt schon wieder. Das ist wie bei uns wieder mit der Kaninchenkeule, was man da rumliegt. Die Seeblick. Achso, ich bin über. Ist euch ja sicher aufgefallen, dass Windstadt und Seeblick ziemlich von der Einrichtung her, abgesehen von den Anbauten, die sind natürlich anders. Aber sonst vom Haupthaus her und so ziemlich gleich ist es ja selber im Grunde. Also das Gleiche. Gleich. Aber man kann es auch von seinem Dings hier ein... Mein Mann Bersi bringt mich noch ins Grab. Er sorgt sich zu sehr um Riftorn und kümmert sich nicht genug um sich. Und dann ist es anders. Hallo Bersi. Willkommen im verpfändeten Pfifferling. Oh, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Na, dann gucken wir mal, was du so hast. Ja, wir suchen ja immer noch nach Sachen, die wir entzaubern können. Die Bella, warte mal. Wir brauchen noch einen die Bella und dann sind wir fertig. Ich hab das nämlich immer auf. Getauft. Gut. Brauchen wir nichts, dann gucken wir bei sonstiges. Den kaufen wir. Ich glaube, Seelensteine haben wir im Moment genug. Außergewöhnliche. Ich glaube, die brauchen wir immer noch. Aber gewöhnliche brauchen wir immer noch. Ja, da haben wir nicht so viel. Und du sagst. Ja, ich sag's. Hoffentlich habe ich recht. Die kann man immer brauchen, die gehen schnell weg. So, die behalten wir. Die willst du behalten, wofür? Mal sehen. Ah gut, mal sehen. Okay. Eisendolch, der kommen. Ja, den können wir verkaufen. Das Eisensperr so. So. Den auch.
Haben wir ja schon. Haben wir auch, ja. So nach dem Schatten. Ja, so ein Buch können wir jetzt auch ablegen. Oder hat die uns den Zwergenkriegshammer da? Nee. Den haben wir entdeckt. Ja. Stimmt, den haben wir gefunden. Nee, ja, oh, der war gut. Ja. Ich erinnere mich. Ja, boah, der hat zugeschlagen. Abgekriegt. Das haben wir gerade gekauft. Nicht zu teuer. Und warum habe ich meine Dingsräder nicht an? Weil du zu viel Geld hast, du brauchst nicht mehr. Ja. Ja. Oh, das gibt's auch noch. Nordmeer, weg damit! Wenn du so weitermachst, dann ist das ganze Nordmeer aus dem Haus verschwunden. Aber Bücher? Nee, aber nicht. Können wir ablegen. Die Bücher können wir ablegen da. So. Irgendwo, in irgendeinem Haus. Ja, hier haben wir nichts. So wie gewöhnlich haben wir jetzt wie viele? Halt. Ach so. Ja, jetzt haben wir 14. Ist okay. So, das brauchen wir keine mehr zu kaufen, ist rein. So, 14 große, 24 kleine, 24 kleine, mächtige 10, ist auch okay, ja, also günstige 16, ja, also wie wir gesagt, haben. Die gehen immer gut weg, ja. Da können wir eigentlich zukaufen. Okay, Berse, tschüss, wir haben hier nur noch eine Sache zum Verkaufen, oder? Ja. Gehen wir mal im Mund, ja? Kann man machen. Wollt wohl sehen, wie Balimund war? Ja, die besten ja Waffen und Rüstungen. Müssen wir wohl kaufen, ja. Ich sehe. Was hast du denn? Zeig mal her. Mal wieder herstellen, ja. Blitzschutz, haben wir alles. War's. Ich glaube, wir haben ihn auch im Augenblick auch... Erz kaufen. Ja. Ja. Aber wir brauchen sonst nicht zu kaufen. Und ich habe die Kette schon wieder nicht angezogen. Hier ja, natürlich. Nee, war hier noch was? Blitzachs. Ach, ich verkaufe die jetzt. Ja, verkaufst du doch. Du wirst sie sowieso nicht... Außerdem haben wir später ja sowieso Drachenwaffen. Ja. Weil die besser sind als die Tetris. Genau. Ja. Die aber hier. Jetzt hat er ja kein Geld wieder. Mehr. Und stell dir vor, du hättest auch noch deine holde Redekunst-Silberhalskette an. Oh. Na dann erst. Da war nix. Nee, mehr hat man nicht. Okay. Denk daran. Ja, es müssen echte Feuersalze sein. Die Schmiede erkennt den Unterschied. Werdet zum Tiger im Bett oder zertretet eure Feinde. Wollt ihr etwas? Wollt ihr euch den ganzen alles, was ich in der Auslage habe? Ja, wir wollen nicht. Wird ja nicht mal so gut viel. Na, mitnehmen. Den sowieso. Ja. Ja. Nee, das war hier. Da ist er. Ja, die kannst du noch loswerden. So. Na, ist doch gut. Passt doch. Ich glaube, mehr haben wir sowieso nicht, oder? Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Na gut, das war doch schon mal was. Und dann werden wir jetzt nämlich zurück nach Seeblick springen, weil er da wieder was ablegen muss. Und das machen wir aber jetzt dann wieder offscreen. Und ja, weil wir jetzt schon fertig sind, die Zeit ist erreicht. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.